Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zurück beim Halben Leben 2. Ja, mein Name ist Gordon Freeman. Huch, Alter, da fällt sogar das Bild hinab, wenn wir Gordon Freeman sind. Man nennt mich auch Pulsar und manch andere nennen mich auch den Bildschleuderer. So, wir sind zurück bei Half-Life 2. Herzlich willkommen. Wir sind unterwegs in City 17, glaube ich. Ja, es ist Dienstag. Die Folge, wenn ihr die guckt, dann habe ich die gerade aufgenommen, denn ich... Oh! Denn ich bin etwas in Verzug. Das liegt einfach daran. Sorry, Doc. Ja, ja, kein Problem. Ich möchte das. Ja, ich möchte das nochmal kurz erklären, denn der eine oder andere wird es wissen, ich habe mir einen neuen PC gegönnt. Doch dieser PC ist noch nicht so weit, dass ich ihn benutzen kann für, naja, sagen wir mal, gewisse Dinge, was das Gaming angeht. Deswegen sitze ich jetzt hier vom alten Rechner und nehme für euch hier Half-Life 2 auf. Das wird auch noch eine Weile so bleiben, bis der neue Rechner... Ah, da geht's weiter. Bis der neue Rechner vollkommen funktioniert. Da bin ich am Tüfteln, bis es endlich hinhaut, die Einstellungen kalibrieren und so weiter. Hab gestern ein gewisses Spiel aufgenommen, was ich jetzt noch nicht verraten möchte. Und das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Während ich jetzt hier mal kurz die Kopfkrabben ein bisschen malträtieren muss. So. Noch welche? Oh ja. Ganz schön viele, wie ich sehe. Diese ekligen Viecher. Oh, und ein Zombie. Oh, und was für ein... Alter, au, au, au. Hier, nimm das Medikit. Ja, 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 danke. War darauf nicht vorbereitet. Muss nachladen. Ja, ja, ich war darauf nicht vorbereitet. Hier, sorry. Medikit. Danke. Lass mich mal vorbei. So. Und habe ich das Spiel halt aufgenommen und so weiter und so weiter. Und es hat halt einfach nicht funktioniert. Es gab Probleme mit dem Shader. Es gab Probleme mit der Engine. Ah, ich weiß nicht, das war... Was macht der da? Okay, der wechselt die Waffen, beziehungsweise lädt nach. Und da habe ich da gesessen und dachte mir, toll, das hast du ja verdient, da gar keine Folge. Suppiduppi. Und was machen wir jetzt? Naja, deswegen sitze ich jetzt hier, nehme auf, am selben Tag, wo die Folge rauskommt, habe ich noch nie gemacht. Ich hoffe... Alter. Komm, folgen die mir. Ich hoffe, alles wird gut und läuft... Gerade mal böse erschrocken. Ich hoffe, alles läuft gut und wir bekommen die Folge heute noch raus. Ich bin zuversichtlich, wenn jetzt nicht irgendwie die Telekom wieder streikt oder so. Und der Upload... wie soll ich sagen? So, mir den Upload versagt, sozusagen... nicht versagt, untersagt, genau. Untersagt, ja, dann sollte das eigentlich funktionieren und dann ist die Folge heute draußen. So, wir sind aber jetzt zurück bei Half-Life 2. Jetzt tauchen wir ein ins Spiel. Nehmen die Atmosphäre mit und erkunden gemeinsam... diesen Abschnitt hier in der Stadt. Ja. Die haben auch Lust zu erkunden. Erkunden gemeinsam diesen Abschnitt hier in dieser Stadt. So. Und sind mit unseren Kumpels unterwegs. Wir machen hier eine lustige Klassenfahrt. Guck mal, das sind alles Kumpels von mir, gleichen Alters. Die haben auch keinen Bock mehr auf die Schule. Da haben sie gedacht, komm, wir brechen alle mal aus. Und spielen mal mit. Och, hier geht's auch. Hier geht's raus. Wir gehen erstmal da hinten rum. Okay. Oh, oh, Granate. Da oben ist einer. Ist einfach eine Granate nach uns geworfen. Arschloch. Ich krieg dich. Zeig dein hübsches Gesicht. Ich werde es malträtieren. Voll in die Fresse geschossen und der macht... Der macht so, als ob... Als wäre nix. Ich muss näher ran und ich habe keine... Alter, ich habe keine Leute mehr. Wo ist die ganze... Alter, wo ist die Crew hin? Habe ich was verpasst? Wo sind die ganzen Leute hin? Ich bin alleine auf mich gestellt. Das finde ich nicht so schön. Ah! Noch einer. Da, lass mich in Ruhe. So. 74 Energie und wir sind alleine auf uns gestellt. Das gefällt mir natürlich gar nicht. So, jetzt sind sie auf uns. Dass sie mit dem immer so komisch umpolen muss. Das finde ich ein bisschen, naja, wie soll ich sagen. Wer ist denn da? Oh.
Okay. War es das mit dem? Ist der weg? Nein! 37, Alter, scheiße. Wo kommen die alle her? Da bin ich. Alter. Da wir jetzt keine Crew mehr haben. Ich speichere mal kurz ab. Da hinten liegt nämlich noch Energie. So. Bevor ich das mache, bevor ich jetzt, drüber laufe. Geht das jetzt? Ja, Gott sei Dank. Hier bekommen wir noch ein bisschen Energie. Sehr schön. Ah, Kopfkrabbis. Juhu, da kommt mal ran. Na. Alter, das brennen sie sogar. Blöden Viecher. Bam. Bip, bip. So, Alter. Vorsichtig sein, nicht verbrennen. Das haben wir schon. Dr. Freeman, ich komme mit. Ah, und eine Einheit. Keine Ahnung, wo die auch immer gerade herkam. Danke, folgt uns jetzt. Sorry. Jetzt haben wir wieder eine kleine Army, wollte ich gerade sagen. Eine Army. Ach, wo kommt ihr denn alle her? Sehr schön. Das heißt wieder, wenn da so viele Einheiten sind, Erinnerungsfortschritt. Lambda-Detektiv 23. Okay. Ah ja, da ist ja das Lambda-Symbol. Scheiße, von allen Seiten. Immer so ein bisschen die Energie im Auge behalten. Vorsicht, wir sollten mal die Waffen wechseln. Wir haben immer diese komische Maschinengewehr. Das ist so scheiße schwach. Da warf jemand Granat nach uns. So, einer weniger. Da sind noch welche. Ich hab euch doch gesehen, oder? Hier können wir die Leiter hinablassen. Ob das so schlau ist, weiß ich natürlich nicht. Hinter dir. Wie hinter mir. Alter. So, der geht schlafen. Guck mal, wie der sich schön hingelegt hat. Eingenickt. Nachladen, Dr. Freeman. Ja, ich bin voll nachgeladen. So, hinüber ins nächste Haus. Von wo? Ach, da oben ist einer. Entschuldigung, korrigiere, da war einer. Okay, ihr könnt schon sehen, es geht jetzt richtig zur Sache hier. Wir nähern uns vermutlicherweise dem Ende des Spiels. Wir laden mal schnell nach. Zack. Okay, ich merke schon, mit diesem... Alter! Mit dieser Waffe geht es ein bisschen besser. Hallo? Kumpel? Wo ist er? Alter! So. Ja, 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 Sektor überrannt, alles klar. Da bekommen wir noch ein bisschen Anzug. Da hinten hat doch noch einer rumgelungert. Ich habe ihn doch gesehen. Ja, da. Oh, gute Nacht. Dran. Ah, da muss man. Au, 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 au. Ah, au, 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 au. Ist da noch einer? Oh. Der hält hier die Stellung. Sehr schön. Der lässt uns alleine mal vorlaufen. Feigling, ey. Ja, ja, Hubschrauber. Hubschrauber könnt ihr euch mal in die Haare schmieren hier. Ah, ich hab dich gesehen. Oh, ist der so doof. Ja, komm. Ja, ja, ja. Komm, mach. Da hätten wir noch ein bisschen Munition von der guten Waffe. Was ist mit dir? Ah, die ist noch aktiv. Die lebt noch. Nicht mehr lange. So, kotz dich aus. Oh, ekelhaft. Kurz und schmerzlos. So, wo geht's hier weiter? Hier runter vielleicht? Oder da hoch? Den hat er platt gemacht, ne? Nein, da hoch geht's schon mal nicht. Darüber kann's auch nicht gehen, denn von da sind wir gekommen. Ja, das sieht gut aus. Alter, 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 was ist hier los?
Okay, das war's. Der hat's uns gekostet. Schade. Ah, die bekriegen sich direkt gegenseitig. Das finde ich gut. Da wollen wir mal kurz zwischenspeichern und dann Zuschauer sein. Hier, wie auf dem Channel, können wir da zugucken. Da sind wir... Schade, dass wir keine Abos verteilen können. Denn das sind doch immer die interessantesten Kämpfe eigentlich von Computer zu Computer. Meiner Meinung nach. Oh. Da hat sich wohl gerade das außerirdische Leben dem irdischen wohl durchgesetzt. Was? Was? Ach, Freeman. Aber nein. Noch Fragen? Nö, ne? Gut. Da wollen wir mal. Ah, Lambda-Symbol. Da gehen wir mal gleich hin. Sofort. Da geht's lang. Ja, also, wie kommen wir jetzt da dran? Vielleicht mit diesem Gerät? Jawohl. So ist es. Nein, du nicht. Hallo? So, sehr gut. Das Lambda... Geheimnis haben wir auch mitgenommen. Da geht es die Treppe hoch. Ich hole mal wieder die Schrotflinte, denn wie gesagt, die Schrotflinte ist sehr gut in engen Räumen und engen Gassen. Oh, Ladedaten, da sind wir schon mal richtig. Hm. Ladedaten, Ladedaten. Okay, jetzt bin ich gespannt. Okay, da unten geht's ab. Ja, komm, sollen die sich mal gegenseitig... Aua, 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 aua. Die sich mal gegenseitig platt machen, wegen mir. Okay, jetzt bin ich hier rein. Jetzt weiß ich nicht, was ich hier machen soll. Bin ich hier falsch? Aber warum sollte ich sonst hier runterspringen? Ah! Nö. Ah, Alex! Sehr schön. Dachte mir, dass ich dich hier finde. Ja, klar. Dr. Klein ist jetzt in Sicherheit. Gut. Jetzt können wir Barney treffen. Alter, ist das ekelhaft. Unten ist ein Kommandostand. Vielleicht finde ich da die Generatorpositionen heraus. Bereit? Na klar. Bereit, wenn du es bist, Schätzchen. Okay, sie, oh ja, ja, da hat sie mal schön hier das Fenster dekoriert. Sie hat auf jeden Fall gut aufgeräumt hier unten. So viel steht fest hier. Guck mal, da überall Einschusslöcher. Hast besser du gut gemacht. Okay. Ich dachte, sie hätte aufgeräumt hier unten. Was ist mit Code? Hundekot oder was? Nix mit Ziel hier. Aufs Klo. Kann man aufs Klo gehen? Schade. Ich teste immer gerne auf Toiletten in Spielen. Teste ich immer gerne. Oh, hallo Schätzchen. Hm, dunkle Gassen werden uns, naja, vergessen, wer wir sind. Hm. Egal. Wir haben keine Zeit für Romantik. Ich meine, die Alex, die könnte auch unsere Tochter sein. Davon mal abgesehen. Finde ich schon ein bisschen eklig, muss ich ehrlich sagen, wenn man so manche hier diesen Vergleich wagen, dieses Verhältnis. Und da geht's weiter. Gucken wir mal noch da hinten. Ach, da ist nur die Waschmaschinenabteilung. Sehr gut. Laden wir mal ein bisschen auf. Volle Energie haben wir schon. Speichern und weiter geht's. Ach. Da legt er sich schlafen. Das finde ich immer sehr schön. Das finde ich so süß, wenn die immer so vor uns niederknien fast schon. Das war's. Da ist noch einer. Hallo. Gut.
Ist nix. Hier halt mal jede Menge Munition. So, was haben wir hier? Glück. Draußen auf dem Platz ist ein Generator. Aha. Wir möchten so viele wie möglich ausschalten. Hm. Das schwächt die Kombahn in diesem Sektor. Ich brauche etwas Zeit, um den Kern freizulegen. Danach musst du ihm mit dem Gravitron Saures geben. Pass so lange auf mich auf. Na klar. Wir möchten uns dir anschließen, Freeman. Wo kommt ihr denn her? Alter, das ist voll der Spawner hier. Jawohl. So, damit sollen wir irgendwen auf Schach halten. In Schach halten, so rum. So, hier hinten ist nix. Hier müssen wir, ja, da mach auch. Da müssen wir wahrscheinlich da lang. Mhm. Hm. Guten Tag, hier ist die Hotelrezeption. Sie möchten einchecken? Ja, sorry, Doc. Was ist, Kumpels? Hört auf, so dummes Zeug zu reden. Gesehen. Schneller. So, einen hat's erledigt. Ach du Scheiße. Komme ich ja niemals dran. Da haben wir natürlich diese Waffe. Alter. Hier ist eine Menge Action. Sind wir hier clear in dieser Area? Da halt mal noch ein bisschen Alternativmunition. Habe ich auch viel zu selten benutzt. Um ehrlich zu sein. So, wir... Ach du Scheiße. Wir gucken uns mal ein bisschen um, während da wieder die nächsten lustigen Gesellen ankommen. Oder? Ja, der geht da hinten runter. Da können wir aber nicht hin. Aber ich vermute... Nö. Guck her, wir vermuten gar nichts. Ich wollte gerade sagen, aber ich vermute, dass wir dort, dass die von da hinten kommen. Was macht da noch so ein Mannschnitter? Hä? Komm, da sollen die sich drum kümmern, habe ich jetzt keinen Bock für. So, hier scheint wieder eine Arena zu sein. Okay, und die Alex, die muss ja, die macht hier irgendwas und wir müssen eigentlich verteidigen. Was ist das Scheißding? Jetzt kommen sie. So, hier, fangt! Doofen. Position sichern. So blöd da rumzuschleichen. Arschloch. Ich treff dich. Alter, es kommen so wirklich von beiden Seiten. Wir müssen aufpassen, nicht eingekesselt zu werden. So, ich gebe mir den Sturmangriff. Einer. Wir bleiben aber bei dieser Waffe, die scheint ziemlich stark zu sein. Nachladen. Treffer. So. Zweimal getroffen. Wie weit ist die Alex? Wo ist noch einer? Oben vielleicht? Da oben vielleicht? Ne, da ist keiner. Okay, okay. Das Dödel kommt schon wieder von da hinten. Das war der externe Schild. Okay, zwei haben wir. Hallo, Kuppel. Wir halten auf jeden Fall eine Menge Munition. Ach, es kommen dann noch welche. Ja, guck mal. Für euch. Ach. Ich fochte diesen Kampf gerade noch zu Ende. Eigentlich sind wir schon gleich am Ende der Folge angelangt. Aber es ist gerade so spannend. Komm, gib. Hier, flick dich zusammen. Ja! Muss echt aufpassen. Ich hab nix mehr an Munition, an Energie des Anzugs. So. Granaten. Innere Schilde fahren runter. Scheiße, wir sind fast tot. Ich halte mich mal da in der Nähe auf.
Hier ist ein Medikit. Oh. Also ich muss schon sagen, diese Waffe ist äußerst mächtig. Ich weiß keine Ahnung, wie man das nennt. Scheiße, meine Waffe ist leer. Okay. Ihr braucht gar nichts, weil ihr seid nämlich alle tot. Juhu. Hier, nimm das Medikit. Okay, danke. Haben wir da jetzt nochmal ein bisschen Schuss dafür? Ja, haben wir. Okay, der Kern liegt frei. Ja, dann mach. Gravitron, Gordon. Okay, 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 okay. Ich nehme das Gravitron. Au, 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 au. Alter. Okay, wir sind tot. Ich habe jetzt gerade nicht gewusst, was ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier an dieser Stelle und dann melde ich mich gleich wieder. Und dann sind wir schon in der nächsten Folge, denn wie gesagt, die Zeit ist rum. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.